Jetzt zu Katharina Stemberger, Vorstandsvorsitzende des Trägervereins des Integrationshauses. Also das sind die Ehrenamtlichen. Ja. Ja, der Verein halt. Genau. Ich habe selber einmal sowas gemacht, aber das ist schon Dezennien her. Katharina spricht über die strukturierte Entmenschlichung, die in unserer Gesellschaft gerade stattfindet. Ja, also wie ich vor einem Jahr als frisch gewählte Vorstandsvorsitzende hier gesessen bin, habe ich mir, glaube ich, nicht so vorstellen können, was da noch alles kommt. Und dieses Jahr in dem Ehrenamt war aufregend und lehrreich. Und ich durfte natürlich auch tiefer in die Themen von Flucht, Migration und Integration eintauchen. Ich hatte dabei ein großes Vorbild, das ist der Mann rechts, links außen von mir aus gesehen, ein großartiges Team im Haus von der einzigartigen Andrea Eras-Landweniger angeführt und einen dynamischen Vorstand, mit dem gemeinsam wir die Geschicke in und um das Integrationshaus beschützen und vorantreiben. Da waren viele glückhafte Momente und welche, die mich traurig und wütend gemacht haben. Einer Einrichtung wie dem Integrationshaus unter der aktuellen politischen Führung in Österreich vorzustehen, ist ziemlich spannend. Wenn ich also auf das vergangene Jahr zurückblicke, dann erinnere ich mich an eine Abfolge von Sagern, Ansagen, Gesetzesvorschlägen, Absichtserklärungen, die ganz eindeutig den prophetischen Worten eines Außenminister Kurz folgen. Es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen. Nur ein paar Stichworte. Österreich steigt aus dem Migrationspakt aus, den Österreich zuvor 18 Monate lang mitverhandelt hat. Unser Kanzler setzt die Rettungsboote und ihre Helfer im Mittelmeer mit Schleppern gleich. Innenminister Kickl kommt mit ein paar ausländischen Straftätern nicht zurecht und will deshalb für alle Österreicher die Menschenrechte einschränken. Und seine Mitarbeiter verkünden mit einem Triumphtremolo in der Stimme von einer großen Zahl von Abschiebungen. Und ich frage mich, warum die Regierungen in Teilen Europas und eben auch in Österreich bei sinkenden Asylanträgen, leeren Asylunterkünften, nicht mit diesen Ammenmärchen der Horden, die uns überrennen werden, aufhört. Und da gibt es nur eine Antwort für mich. Die politisch Verantwortlichen und ihre Strategen haben nur ein Geschäftsmodell. Und das ist die gut inszenierte Manipulation der Bürgerinnen und Bürger mit dem Gespenst der Angst. Zuerst machen sie uns Angst vor allem und nichts. Und dann geben sie vor, uns zu retten. Und unter dem Vorwand, unser Land und unsere Gesellschaft sicherer zu machen, nehmen sie uns die Freiheit. Ich finde das nicht nur grob fahrlässig und gefährlich, sondern es erinnert mich an eine Spirale, die immer weiter nach unten geht, ins Dunkle. Und da ist noch nie was Gutes dabei rausgekommen. Noch nie. Das Gegenmodell dazu sieht die Möglichkeit, die Chancen, das Neue, das gemeinsam entstehen kann, ohne Angst. Aber dafür mit Mut, Freude, Inspiration und einer klaren humanistischen Haltung. Und genau deshalb sitzen wir heute hier, weil wir wissen, dass Fragen der Flucht, Migration und Integration in einer globalisierten Welt nicht mit kleingeistiger Nationalstaatlichkeit, sondern in erster Linie mit Offenheit und einem professionellen Zugang zum Thema zu tun hat. Das Integrationshaus ist das beste Beispiel dafür, seit fast 25 Jahren. Aber in ganz Österreich gibt es eine Unzahl an kleineren und größeren Initiativen, die ganz klar beweisen, dass man ganz unaufgeregt, Schritt für Schritt Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen bei uns Schutz und Hilfe suchen, in unsere Gemeinschaft aufnehmen kann. Und wenn ich an die breite Plattform von Rudi Anschober in der Frage der Lehrlinge denke, um nur ein Beispiel zu nennen, dann weiß ich, dass dieser Gedanke bei großen Teilen der Bevölkerung bereits angekommen ist. Wir sind viele, und wir werden täglich mehr. Und deshalb feiern wir. Mit Freude und Esprit. Wir feiern das Gegenkonzept mit einem großen Ball im Herzen der Hauptstadt, die sich selbst die Stadt der Menschenrechte nennt. Und mit einem schönen Songtext von Jasmo zu enden: We change the world before we pass it on. Danke.